Das ehrlichste Gumo des Jahres, Kids. Vor 8 Uhr morgens lauschst du uns hier in der Vergangenheit des Dienstags, an dem wir aufnehmen. Ich bin gespannt, ob wir genug Kaffee an den Start kriegen, dass wir hier halbwegs über die Bühne bekommen. Aber für manche Gäste macht man sich auch mal Umstände. Der Besenwagen hängt heute teilweise am Terminal fest und ausnahmsweise ist niemand in den USA. Dafür flippern wir von DM zu DM. Es ist National Champions Week. Auch für unsere Gästin. Steig ein, dein Platz ist wie immer reserviert. Deine Fahrer sind Bastian Marx, Paul Voss. Nein, nicht scharf. Und danke an Rafa für Volltanken, Innen- und Außenwäsche und unseren gelben Duftbaum. Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von Athletic Greens. Aufnahme am frühen Morgen heißt natürlich auch eins, deine Busfahrer sind frisch mit AG1 befüllt. Da wir alle wahrscheinlich maximal lang gepennt haben, wie in der Boxengasse bei der Formel 1. Tankventil auf und den Treibstoff mit Hochdruck ins System. So wird nicht nur die Sprechgeschwindigkeit der heutigen Folge gesichert, sondern auch die Grundlage für die Bewältigung der Herausforderungen des restlichen Tages gelegt. Wir sind das schon gewohnt nach bald 2 Jahren mit AG1. AG1 kann auch dein Tool sein, eine gesunde Routine zu schaffen. Nicht mehr immer dran denken zu müssen, dich umfassender zu ernähren, sondern einfach morgens wie gewohnt deinen Drink zu exen. Wenn du gerade nicht mit uns unterwegs bist, ist AG1 deine erste Mahlzeit des Tages. Morgens mit Wasser angemischt, macht der Drink satt, enthält fast keinen Zucker, dafür aber alles, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag brauchen wirst. Und dazu noch eine gesunde Portion an Ballaststoffen. Das Ganze stärkt deine Abwehr gegen Stress aller Art, mit der Stärkung der wichtigsten Gesundheitsbereiche. Geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit und Muskelerholung. Positiv wie negativ Stress, Sport oder Arbeit, Dienstreise oder Abenteuer, du bleibst Herrin oder Herr der Lage. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein grünes Paket bequem monatlich zur Haustür liefern. Für Besenwagenhörerinnen und Hörer gibt es noch ein Goodie obendrauf. Auf athleticgreens.com/besenwagen erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D und 5 Travel Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Nochmal, athleticgreens.com/besenwagen for your win. Ja, ja, Paul nicht in den USA, dafür Andi im Schrank seines Hotels, mehrere Flüge gecancelt, dafür heute Top-Aufnahmequalität. Andi, wo hängst du? Top-Aufnahmequalität? Ich hatte auf jeden Fall schon genug Kaffee, ich bin schon ein bisschen länger wach. Ja, ist auf jeden Fall auch diese Cancel-Culture in Deutschland, ne? Zieht immer weiter seine Reihen. Jetzt werden Flüge gecancelt. Das war richtiger Dad-Joke auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh Mann, ey. Ah, ich. Ja, ein bisschen ärgerlich jetzt, aber gut. Was willst du machen, ne? Ja, gut, auch schon seit 6.30 Uhr wach tatsächlich, weil ich mir auf dem Amt in Düsseldorf irgendwie 6.30 Uhr gibt es immer abgesagte Termine und tatsächlich brauche ich einen Reisepass für USA. Ich hatte das gleiche, mir nahestehende Person hat das gleiche, auch jeden Morgen aufgestanden, immer versucht in Berlin die Termine zu bekommen, die frei werden morgens, aber das hat so lange gedauert, das Eintippen des Namens, dass die immer wieder weg waren und das irgendwie für 3 oder 4 Tage hintereinander. Das war sehr deprimierend auf jeden Fall. Ich hoffe, du hattest mehr Glück. Ja, ja, es hat funktioniert und ja, also vielleicht können wir dann Ende Juli einen von Legion mal, kann ich den persönlich vielleicht verhaften mit Collins Hilfe. Machst du Urlaub oder? Ja, ich habe Doc Hollywood hat mal wieder geschrieben die Woche und er ist einsam und dann habe ich beschlossen. Hier wieder Experimente machen. Genau. Aber ich weiß, also Basti, willst du nicht direkt ein Everesting machen, wenn du schon mal da bist? Ich bin der Falsche hier im Besenwagen dafür, ganz ehrlich. Also, ich habe ja schon viel Schrott gemacht, aber Everesting ist einfach nicht mein Ding. So, will ich mich gerne von distanzieren. Aber was. Der Trend ist auch wieder vorbei, oder? Ja, ja. Der war nur ganz kurz. Aber was machst du da drüben? Also einfach wirklich Urlaub, oder? Ja, ja. Einfach okay. Doc Hollywood besuchen und California Travel mit Fahrrad, wie immer. Ein paar Berge abfahren, bei denen wir noch nicht waren. Okay, cool. Schön. Ja,
Also weiß ich erst seit 2 Tagen. Eigentlich hatten wir was anderes geplant, aber. Du, aber ich meine, wenn man Privatjet hat, dann ist es halt auch mit so mit Flügen nicht so das Problem. Dann nimmst du halt einfach, ne? Logo. Reisepass brauchst du dann trotzdem. Leider. Das stimmt, ja. Gut, was gibt's sonst so Neues? Was stand so an die Woche? Also bei mir ist nicht allzu viel passiert. Ausnahmsweise mal. Ja, ich bin ja bin auf allen deutschen Meisterschaften, die man sich vorstellen kann, ungefähr fast, innerhalb von einer Woche. Stimmt, du warst auf Bahn, ne? Ja, also das ist jetzt eigentlich so, deutsche Straße kommt ja jetzt noch am Wochenende, aber das Geilste, was ich eigentlich erlebt habe, ist der Gegensatz zwischen DM Bahn, wo ich Donnerstag und Freitag war, und DM Cross Country, wo ich am Sonntag war. Die zwei Veranstaltungen, die beide BDR-Veranstaltungen sind, waren schon ein paar Lichtjahre auseinander, muss man sagen, auf jeden Fall. Mountainbike, sagst du, ein bisschen cooler, ja? Ja, irgendwie ein bisschen offener, mehr Leute da, weiß auch nicht. Also auf der Bahn, ich weiß nicht, wie man es attraktiver veranstalten könnte, aber da sind halt wirklich einfach... Nicht so bei 30 Grad Außentemperatur in irgendeiner Halle. Ja, und dann halt auch ohne irgendeine Art von, weiß ich nicht, ist da eine Lüftung drin? Man merkt auf jeden Fall nichts. Heizung haben die auf jeden Fall. Ja, da ist, und vor allem, wenn da noch ein paar Leute drin sind und den Sauerstoff wegatmen, ist ja die Luft dünn. Ja. Ist dann wie auf Höhe. Ja. Ich denke mal, früher durfte da wenigstens noch geraucht werden. Ja. Ich hab den Raucher getroffen, den RTF-Raucher. So. Aber das stimmt. Sensationell auf jeden Fall. Sensationell, dass du den da triffst. Wirklich wahr. Ich bin kurz erschrocken, dann so geil. Es waren auf jeden Fall nur Sportler, deren Betreuer oder Familie, was ja teilweise das Gleiche ist, und BDR-Verantwortliche da. Sonst eigentlich niemand. Und also wenn du da jetzt irgendwie dich verirrt hättest, was nicht passiert als sportinteressierter Mensch, hättest du auch auf gar keinen Fall verstanden, was da passiert. So. Weiß auch nicht, also so eine Veranstaltung könntest du ja auch irgendwie bewerben, interessanter machen, so im Six-Days-Modus vielleicht veranstalten, eine andere CD auflegen, war auch einer der größten Gegensätze der zwei Veranstaltungen, die CD, die lief. Aber also ich glaube, dass bei der Bahn wahrscheinlich wirklich noch CD lief und bei... Genau. Und bei Mountainbike war wahrscheinlich dann auch schon mal sowas wie Spotify oder eine MP3 zumindest. Genau, dann auch zwei, so hier mein Bekannter Lukas Hoffmann vom Bike Magazine und noch jemand haben die Moderation gemacht, ziemlich cool. Dazwischen lief, es war immerhin so ein Anfang 2000er Techno-Mix, der lief, also so Faithless und sowas. Ey, das ist schon wieder geil. Also richtig geil gewesen. Ganz ehrlich, Buffalos, Schlaghosen, kommen alle wieder zurück. Leute finden Backstreet Boys wieder cool. Also ich finde so diese 2000er-Vibes, also unsere Jugend. Ich hab's schon... Buffalos und Schlaghosen. Ja, also, warum nicht? Passt doch zu Fossi. Also könnt ihr tragen. Ja, deswegen frage ich doch. Aber ich glaube, dass bei Bahnwettbewerben, ich weiß nicht, ob die Deutsche auch auf der Kippe stand. Ich glaube, die haben da zum Teil andere Probleme, als sich um die Musik zu kümmern, muss man sagen. Deswegen. Ja, aber vielleicht gehört es ja ein bisschen zusammen so. Also ja. Wir wollen ja hier nicht immer dauernd nur Vorwürfe machen, aber weiß nicht, wieso das nicht in einem anderen Rahmen machbar ist so. Ja. Weil da sind ja auch einfach, es ist ja schon echt geiler Sport so. Ich war so ein bisschen wegen den NRW-Junioren da, weil die teilweise bei uns in der Praxis sind und hast du so also Blanko-Verträge mitgehabt, die Jungs direkt unterschreiben können? Ich war natürlich auch so ein bisschen da, um zu gucken, noch wem man jetzt den Blanko-Vertrag geben kann. Aber ja, genau, also ich glaube, wir müssen dann nicht, also ich will auch, also wir sollten Leute einfach niemanden kritisieren, wo es geil ist, die Veranstaltung überhaupt erstmal gab, weil deutsche Meisterschaft ist in Deutschland immer ein Problem. Aber was ich so gesehen habe, stimmt schon, ne? Also an sich ist ja dann auch gerade im Nachwuchsbereich, ist das schon geil, weil du hast ja viel mehr Rennen. Und irgendwie wäre es schon cooler, wenn das mehr Aufmerksamkeit bekommen würde. Aber war halt auch heiß, ne? Also ich glaube, Bütgen ist ja sonst, war ein Bütgen, ne? Weil Bütgen ist ja sonst schon... Ist der Nabel der Welt natürlich auch, ja. Na gut, aber was Bahnradsport angeht, ist schon bekannt. Ich glaube, da ist so Frankfurt und dann Bütgen. So.
Ja, und in Büttgen in der Umgebung leben, glaube ich, noch mehr Menschen. Aber es weiß halt auch kein Mensch, dass das stattfindet, ne? Ja. Dass da eine deutsche Meisterschaft stattfindet. Also selbst so Radsport-Insider, also wie du. DM ist auch gefühlt jedes Jahr an einem anderen Datum, oder? Kann sein. Ja, aber ich glaube, das hat echt was mit Orga-Gründen zu tun, ne? Also anders kann ich es mir fast nicht erklären. Außer Olympia-Jahr macht es Sinn, das irgendwann anders zu machen, aber sonst stimmt schon. Und ich glaube, das war jetzt auch nur Nachwuchs, ne? Und dann ist ja Elite war auch dabei. Oder? Das war auch doch, Elite war dabei, ja, ja. Also Roger war auch da und Lisa Brennauer war auch da. Und ist schon viel Radrennen dann auch, ne? Ist schon geil eigentlich. Es ist eine ganze Woche lang Action gewesen. Ja. Und ey, ja, geilste Typ einfach, Maurice Ballerstedt. Da war ich auch, da kam ich mir auch vor, ey, wie hier Music Band. Der Rentner mit den Kids war ich mit Jan Kuhn, Ole Theiler, Dominik Bauer und Maurice Ballerstedt Freitagabend auf der Bahn. Erstmal Termin verplant, Rennen war eine Stunde früher, als die dachten, also waren wir erst da, als das Rennen vorbei war. Punkte fahren, Männer. Und dann hingesetzt mit Maurice. Also, ey, wenn ich mir einen Pockhelm ausleihe und so ein FES-Rad, fahre ich deutschen Rekord, 4 Kilometer. Hat Maurice gesagt. Ja, mache ich auch. Mache ich im Winter. Ja, das ist jetzt eine Challenge. Ne? Ja, auf jeden Fall. Traue ich dem auch zu. Nee, fährt er nicht. Also ich traue ihm zu, dass er das macht, aber dem fährt er nicht. Aber er redet von Männer. Deutschen Rekord. Ja, klar. Ja, den fährt er. Also ich glaube, Felix Groß hat den. Oder Heinrich. Also auf jeden Fall einer von diesen krassen Rennfahrern. Also Maurice ist gut. Aber so gut ist er nicht. Ja, würde mich schon mal interessieren, so, ne? Ob, wenn jetzt ein Top-Straßenathlet sich mal richtig darauf vorbereitet, paar Antritte, 4 Minuten all out, in einer guten Zeitfahrposition. Jetzt will ich, das finde ich jetzt wahrscheinlich nicht raus, wer den deutschen Rekord hat, aber da würde ich relativ viel Geld dagegen wetten, dass Maurice das nicht schafft. Maurice, wenn du eine Wette eingehen willst, eine finanzielle, dann können wir das gerne machen. Oh, guck mal, auf einmal macht Paul finanzielle Weltansätze. Mit uns nie, ja. Ja, nee, weil da weiß ich immer, da mache ich lieber Ehre. Aber da in dem Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass Maurice den deutschen Rekord nicht holen wird. Also ich würde auch sagen, vor ein paar Jahren wäre dieser Schritt von Straße zu Bahn auch ein bisschen einfacher gewesen. Aber mittlerweile sind die auch so hoch spezialisiert, wenn du dann so vorher gar keine Bahnerfahrung hast. Glaube ich schon noch ein Ist der Schritt auf jeden Fall größer geworden. Ja, aber auch so gerade Felix, mit den Übersetzungen, die jetzt so fahren und so. Ja, also aber jetzt auch die neuen, ne? Also ich meine, Felix Groß ist eh schon eine Maschine. Fährt ja auch bei UAE jetzt auf der Straße und dann hast du halt so Heinrich und Burg Kramko und so. Das sind alles einfach Riesentalente. Die sind die ganze Zeit im Kraftraum und dann kommt Maurice da, der zweimal in der Woche irgendwie so einen Joghurtbecher hochhebt, weißt du, und sagt dann, okay, mach ich deutschen Rekord. Er hat auch schon ziemlich viel Proteinshakes getrunken im Leben. Ja, ich weiß. Aber das war es dann wahrscheinlich auch so mit Krafttraining. Ja. Genau. Aber egal, werden wir sehen. Maurice sagt, wann du es machen willst, Wetteinsatz steht. So müssen wir noch verhandeln. Ja, auf jeden Fall, ey, echt diese, ich meine, es kommt ja so ein bisschen, aber diese ganzen Szenen finde ich es cool, dass die sich langsam zumindest so ein bisschen verbinden. Du kommst zwar, ich finde, es fängt so ein bisschen an. Du kommst auf die Bahn, das ist ein eigenes Universum. Die sind also wenn einer von den Bahnjungs ein bisschen mehr Straßen fahren würde, dann würde der auf jeden Fall nochmal einen deutschen Rekord fahren. Genau. Aber gut. Und dann auch so MTB, die kennen uns auch. Also da waren jetzt auch schon so Leute, die wussten dann, keine Ahnung, ich wurde gegrüßt und so weiter. So, es verbindet sich alles so ein bisschen. Und da Mountainbike, da gibt es auch einige starke Sportler, die vielleicht ne, so ein bisschen cross-disziplinär Bahnrekord fahren wollen. Ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ja, jetzt lass mal Richtung Sauerland gucken. Jetzt in 5 Tagen deutsche Meisterschaft. Zeitfahren auf jeden Fall hart umkämpft, glaube ich. Also Vorsicht, Maurice startet U23, Michel aber doch Herren jetzt. Warum fährt der U23? Hat er sich nicht getraut bei den Großen? Ich weiß es nicht. Er dachte, Michel fährt U23. Das war ja irgendwie eine Weile lang
bekannt. Und er wollte seine Revanche. Und dann hat er gesagt, okay, dann fahre ich auch U23. Und jetzt hat Michael irgendwie bei den Herren gemerkt, vielleicht war der auch die ganze Zeit bei den Herren, ich weiß es nicht, aber jetzt sagt er, okay, ich will deutschen Meistertitel. Also ich hatte ja auf Miguel Heidemann gesetzt, ne? Ich weiß nicht, wie eure Wetten standen bei den Männern. Also wir können unsere Wetten nicht mehr ändern, aber gerüchteweise muss ich sagen, wenn ich die Informationslage von jetzt hätte, würde ich auf Lennart Kemner setzen. Echt? Fährt er? Ich habe gehört, er will gewinnen. Ja, gut, aber jetzt, also ich bin gespannt, wie viele wirklich fahren jetzt mit Corona und so, ne? Also ich weiß nicht, ob der Tour fahren soll. Nee, bestimmt nicht. Nö, glaube ich nicht. Nee, okay, gut, dann kann sein, dass er fährt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Tourstarter, dass die eventuell nochmal sich nicht blicken lassen. Ja. Könnte sein, also, ja. Aber Kemner ist, glaube ich, seit. Also beim Einzelzeitfahren ist die Ansteckungsgefahr nicht so groß. Ja. Ja, gut, aber du hast ja trotzdem vorher bist du in Hotels und sowas. Ich weiß. Ja, so. Das war ein Witz. Ja, aber Kemner hat doch auch irgendwie, ich glaube, familiär wohnt der nicht so weit weg oder hat da auf jeden Fall Anschluss. Muss da nicht unbedingt im Hotel sein. Ich glaube, der ist da irgendwo auch im Ruhrgebiet, hat der noch Anschluss. Ich weiß nicht, wer es ist. Überall. Ja, okay, gut. Also ich bleib mir dabei, wo wir waren. Aber ja. Maurice bei der U23 ist ja fast schon unverschämt. Nee, also den sollte eigentlich keiner schlagen. Nee, also seh ich jetzt tatsächlich niemanden. Also mir fällt jetzt gerade niemand ein. Ich weiß nicht, ob Andi jemand einfällt. Ja. Aber der. Nee. Also der, ich glaube, die ist halt auch nicht komplett flach, ne? Nee, also, da sind drei Rampen drin. Zwei oder drei oder richtige Rampen. Ja. Aber sonst vielleicht noch so einer von den Bahnfahrern, aber ja, ich glaube, bei so einem Hügel, also sobald es ein bisschen bergauf geht, dann ist das auch schon wieder raus. Ja. Okay, gut, ja, dann Maurice, herzlichen Glückwunsch. Bei den Männern, Miguel. Wenn er pünktlich da ist. Mit ja. Herzlichen Glückwunsch ist er auf jeden Fall schon fast verloren wieder. Ja, richtig. Taktik hast du durchblickt. Und Miguel, ne? Ich setze auf dich und hier geht's um die Ehre. Von daher. Ja, ich denke, mein Tipp wird auf jeden Fall doch, also sorry Max, aber mein Vertrauen hat jetzt doch abgenommen über die Zeit aus unter anderem bekannten Gründen. Ja, bei den Frauen, ich weiß nicht, ob es eng wird, Lisa Kleine und Lisa Brennauer, aber ich würde sagen, Brennauer kann man schon ein, zwei Scheinchen draufsetzen, müsste klar gehen. Oder? Ich weiß nicht, ob, also es sind halt wirklich doch zwei richtige Rampen drin, ob eine Liane Lippert sowas vielleicht auch in Angriff nimmt. Ja. Aber zu kurz. Also die Zeit machst du im Zeitplan ja nicht beim Berg. Ne? Ja, die machst du dann. Es gibt ein relativ langes Bergabstück, wo schon über Kettenblattgröße diskutiert wurde am Freitag. Ich würde gerade ganz kurz mal, weil wir gerade über Liane reden, können wir gleich wieder zurückkommen. Wie krass ist die eigentlich bitte? Die ist irgendwie so Spezialistin in kurz vorm Ziel stürzen oder irgendeine Situation zu haben und dann doch noch Top 3 zu fahren, oder? Das ist ja jetzt das zweite Mal dieses Jahr schon. Ja, aber die ist so. Auch irgendwie, wie war das gestern, dass sie irgendwie dann mit dem Auto zurückgefahren komplett? Ich glaube, bei Tour de Suisse Frauen war das ja, ne? Ich glaube, so ein Mini-Bergankunft oder irgendwie sowas, oder so Berghochsprung. Stürzt die 3 Kilometer vom Ziel und wird dann noch Dritte. Einfach eine krasse Rennfahrerin. Ich hoffe, dass sie irgendwann mal so ein großes Ding gewinnt. Also das ist ja muss, wirklich... muss ja irgendwann kommen. Das wirklich. Muss jetzt irgendwann mal kommen, ja. Ja. Okay, gut, das war jetzt auch schon der kleine Exkurs in die Richtung. Können wir jetzt auch zurückgehen? Ich habe noch zwei deutsche Meisterschaftsthemen. Ja. Thema Nummer 1, sowohl auf Bahn-Deutsche Meisterschaft als auch auf Mountainbike-Deutsche Meisterschaft stand ich dann da und habe jeweils 5 bis 10 Mal die Nationalhymne gehört und dachte mir so, kann man nicht vielleicht irgendwann den Modus einführen, dass der Sieger sich einen Song wünschen kann? Kann auch die deutsche Nationalhymne sein, aber... Ich würde nicht die deutsche Nationalhymne hören wollen, sondern, keine Ahnung, Rock You Like a Hurricane oder sowas. Oder Faithless. Oder Faithless, ja, zur Not immer Faithless. Sandstorm. Ja, von Dune, ja. Nee, ja, also, wäre meine Idee, ich wäre dafür auch bei den amerikanischen Rennen, weil da ist es mir so unangenehm mit den amerikanischen Rennen, weil auch alle anfangen zu schreien, wenn du es zu Ende hast. Ja, gut, das ist wieder so was sehr, anderes, aber irgendwie so, ja, es gehört irgendwie dazu. Das ist was anderes. Es ist halt vielleicht nur bei der deutschen Bahnmeisterschaft, wo 17 Disziplinen ausgefahren werden, vielleicht irgendwann ein bisschen viel, aber
In allen Altersklassen. So einfach eine Zeremonie mit allen deutschen Meistern am Ende und die dürfen sich die einmal anhören. Das wäre was. Ja. Ja, und dann natürlich jetzt nochmal kurze Werbung. Sonntagmorgen geht ihr alle auf die Seite von Deutschen Meisterschaften, also die Sauerland-Rundfahrt-Seite oder SVL-Seite und klickt den Livestream an und hört Paul und mir und Caro Schiff, wer die Folge mit Caro Schiff noch nicht gehört hat, hören zu, wie wir... Kontrolliert ihr das Rennen? Kommentiert ihr das Rennen die ganze Zeit? Also ganz von Start weg? Von Start bis Ziel. 5 Stunden durchgängig. Was gerade so ein bisschen, was ich gerade erst erfahren habe, ich dachte, wir wären im Ziel, aber wir sind irgendwo. Das ist schon fast wie bei der Tour, wo auch alle denken, ich bin bei der Tour und sitze aber eigentlich im Saarland. Ja. Und jetzt sitzen wir auch zwar in einem Sauerland, aber eigentlich nicht so richtig. Ja, wir sitzen halt leider irgendwo im Sauerland, wo gute Internetabdeckung ist. Also Ich würde nur mal kurz erwähnen wollen, dass das Rennen wahrscheinlich länger als 5 Stunden dauert, oder? Ja, und vor allem starten die Frauen, glaube ich, vor den Männern und wir kommentieren ja die Rennen parallel. Müsst ihr auch noch. Ja, also, habt ihr das bei der Honorarberechnung kalkuliert, oder? Also ich auf jeden Fall gerade nicht, aber ich hoffe, die haben da Lieferando-Anbindung oder irgendeine Lieferdienstanbindung. Klar, im Sauerland ist überall super Anbindung. Ich glaube, gegenüber ist sogar so ein Saunaclub. Sehr gut, dann kann man da. Aber ich bin froh, dass wir echt zu dritt sind, weil da kannst du ja wirklich entspannen. Da kannst du wirklich mal dann Stints machen, weil 6 oder 7 Stunden werden das dann, das ist schon lang. Also. Ist auf jeden Fall so, bist du auf jeden Fall komplett durch nachher. Ja, genau. Ich hoffe auf ein richtig geiles Rennen. Also ich freue mich ja auch so ein bisschen auf die Mountainbike-Beteiligung dann und ich hoffe, dass die relativ weit kommen dann auch. Ich glaube, der Start ist ja schon relativ schwierig und es könnte schon aussortiert werden auf den ersten 50, wenn man will. Aber hier unsere Speed Company ist dabei, es ist Marathon-Weltmeister ist dabei. Also jetzt auf jeden Fall mal mindestens 3 Mountainbiker mit richtig Dampf. Wer ist denn aktuell Marathon-Weltmeister? Andy Seewald von Canyon. Ja, ich glaube, ich bin auch gespannt. Und alle schon im Sauerland und gucken sich die Strecke an und so weiter. Und ja, dann habe ich mal, ich habe die Meldeliste auch durchgegangen. Alter, wie viel KT-Fahrer gibt es eigentlich in Deutschland? Das war schon immer so. Aber ich glaube, es beschäftigt sich das erste Mal so richtig damit. Also ich habe es Papier, ne? Ja, ich habe es mir noch nicht angeschaut. Weil es macht eigentlich relativ wenig Sinn bis, glaube ich, wann ist Meldung? Donnerstag oder sowas, aber Freitag oder keine Ahnung. Genau, und dann... Melde Schluss dann abgeschlossen. Ne? Ja, aber die endgültige Liste, Mann, also wer dann wirklich fährt, ist ja dann ab Samstag für Straßenrennen, glaube ich, erst verfügbar. Ja, die sind schon da. Also man konnte jetzt noch Einspruch einlegen, aber jetzt ist es fix. Nee, ich meine, wer dann wirklich fährt, meine ich. Also es gibt ja sicherlich auch einige. Okay, wer jetzt noch, also No-Show. Genau. No-Show. Das kriegen wir erst am Samstag dann gesagt, denke ich. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, was wir noch mal thematisieren sollten hier. Ah, Andi hat Parfum. Ich hoffe, das ist Parfum, so nicht. Jason Osborne ist jetzt auch KT-Profi und ist für beide Rennen, also Vorsicht fürs Straßenrennen, wahrscheinlich gemeldet, aber gerüchteweise habe ich gehört, fürs Zeitfahren hat er die Meldung verbaselt und hofft noch nachmelden zu können. Das habe ich auch gesehen, ehrlich gesagt. Keine Gewähr für diese Information von mir, aber Jason Osborne ja auf jeden Fall schon gute Historie beim Männerzeitfahren, Deutsche Meisterschaft. Also mich hat es auch erreicht, dass er sich da wie sonst was drauf vorbereitet hat. Dann habe ich die Meldeliste gesehen und dachte mir nur so, okay, vielleicht sollte man auch die Dann das Rennen melden, wenn man sich so krass drauf vorbereitet. Also Meldung ist schon vorbei, ne? Meldfrist, glaube ich. Ja, Meldeschluss, da war alles schon durch. Ja, jetzt bei Alpecin Development Team seit einer Woche ungefähr. Teamkollege von Henry Uhlig und Moritz Ballerstedt. Ballerstedt, ja, dann quasi nur halber Teamkollege. Ja, ich bin gespannt. Da können wir ja irgendwie später sicher noch mal drüber reden. Ja, können wir auch am Sonntag bei der Übertragung ausführlich drüber reden. Über irgendwas müssen wir ja reden. Ja. Andi, wirst du auch bei der Deutschen sein? Ich weiß noch nicht so genau. Egal, wir rufen dich an. Egal, wo du bist. wir brauchen Insights. Insights, wohin? Ja, weiß ich nicht. Also du kannst uns ja zu also, Lotto Kern irgendwo an der Strecke. Also. Zu Lotto Kernos was sagen, du kannst uns sicherlich auch was zu den Frauen sagen, die du betreust. Ja, dann ruf da den Moni an, der sitzt da im Auto.
Ja, nee, ja. Aber ich wäre, also ich wäre, wir wollen ja was von dir haben. Moni gibt uns wieder WhatsApp-Insights. Das ist schon bei den vergangenen zwei Sauerland-Rundfahrten hat mir Moni eigentlich komplettes Rennen lang durchgegeben, was passiert. Und schneller als irgendwas anderes. Das war ganz gut. Ja, das wird übrigens auch eine Herausforderung, ne? Ich habe jetzt gehört, wie viele Kameramotorräder wir zur Verfügung haben. Das wird dann auf jeden Fall, wenn es aktives Rennen ist, auch interessant. Ja, es wird, sagen wir ja, so. Ja, also stellt euch nicht auf. Naja, obwohl, beim Giro manchmal auch schwierig, muss man es gestehen. Ja. Stell euch nicht auf. Motorräder, kein Hubschrauber. Tour de France, nee. Das ist ja alles selbst organisiert, ne? Es ist ja, muss man ja auch mal klarstellen, hier ist keine Sendeanstalt irgendwie am Start, kein Eurosport, keine Öffentlich-Rechtlichen. Die Sauerland-Rundfahrt organisiert es alles selbst und bezahlt es auch alles selbst. Und als Ausrichter der deutschen Meisterschaft. Und wir haben 4 Motorräder. Grundsätzlich erstmal 2 fürs Männerrennen, 2 fürs Frauenrennen. Ich hoffe, wenn das Frauenrennen, das ist irgendwie 1,5-2 Stunden vor dem Männerrennen vorbei, können wir noch eine oder zwei dieser Kameras wieder vom Ziel runterholen auf den Rundkurs unterhalb vom Ziel und dann noch ein bisschen mehr Abdeckung vom Männerrennen geben. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall mehr erzählen und Infos außenrum holen, dass wir das komplett abdecken können. Das hört sich eher an wie so 7-Stunden-Podcast. Ja, richtig. Ja, aber ganz ehrlich, aber gibt genug Leute, die sich das reinziehen. Ja, genau. Würden. Also gut, Schluss damit. Ich versuche mal, bis Donnerstag auch noch einen Link zu bekommen. Vielleicht können wir den in die Shownotes packen, dass es schon direkt Link zu Sportdeutschland TV gibt. Ansonsten wird man das auch finden über die Seite der Sauerland-Rundfahrt und der Deutschen Meisterschaft. Genau. Ja, internationales Renngeschehen. Nochmal kurzer Gravel-Ausflug. Paul, du willst doch auch demnächst UCI fahren, ne? UCI, ja. Wo fährst du? Wann fährst du? Ich fahre am 3. September, glaube ich, in Italien und am 17. September in Spanien. Okay, ist noch ein bisschen hin, ja. War jetzt in Polen gerade. Genau. Und es hat ein Deutscher gewonnen. Es gab sogar ein deutsches Dreier-Podium, also komplett deutsches Podium. Ja, nicht Nathan Haas Zweiter? Nee, das ist eigentlich noch ein bisschen wie Hobbysport. Weil bisschen Jedermann-Rennen. Ja, weil du wirst in Kategorien, in Altersklassen auch eingeteilt. Mhm. Und da wird Nathan Haas auch nur Dritter, glaube ich, in seiner Altersklasse. Und Vierter im gesamten Rennen. Aber das Gesamtrennen gab es ein Dreier-Podium bei den Männern. Alles deutsch. Und Nathan Haas wird Vierter und Fünfter wird der Australier, der das Rennen in Australien gewonnen hat und beim letzten in Frankreich Dritter wird. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Das heißt, du kriegst immer noch so eine Medaille und so ein Trikot für jede Altersklasse. Ja, es gibt dann irgendwie, ich glaube, 19 bis, ich glaube, 35 oder bis gibt's irgendwas. Auch ein Finisher-T-Shirt und sowas. Na klar. Und dann gibt es nochmal, also ich fahre ja auch bei Senioren, so gefühlt. Genau. Und aber die Nominierung für die Gravel-WM ist mittlerweile so, ich glaube, du bist Top 25 in deiner Altersklasse finishen. Aber, hört sich gut an, oder einfach, aber natürlich auch nur 5 starten, darfst du, wenn du ein Dritter wirst, ist schon schwierig. Verstehst du? Top 25%. Ja, deiner Altersklasse. Und aber der BDR darf 20 StarterInnen nominieren. Also sowohl geil, Paul Voss Frauen dabei. Und Männer. Und also ich hoffe, dass ich mich so normal qualifiziere. Wenn nicht, würde ich beim BDR battlen gehen. Wo ist die WM? Dann auf einmal, ne? Bahn-DM war doch cool. Ich kommentiere die nächste auch. Ich ziehe auch die Lila Polo an. Alle Wettbewerbe. Nee, die ist am 8. und 9. Oktober in Italien. Mehr Infos gibt es jetzt auch nicht, aber man weiß das Datum zumindest mal. Okay. Ja, Anton Albrecht, der ist ja auch aus Berliner Raum, oder? Hast du Infos? Der gewinnt aber nicht. Nicht? Kreuchler gewinnt. Ja, also Anton Albrecht. Völlig den ja, genau, Überblick verloren. Richtig. Anton Albrecht hat in seiner Altersklasse, hat er, glaube ich, gewonnen, aber das Gesamtrennen hat Kreuchler, Vorname fällt mir gar nicht ein, gewonnen, vor Anton Albrecht, vor Sebastian Breuer. Und deswegen wird Nathan Haas auch Dritter in seiner Altersklasse, weil der Albrecht zum jüngeren Jahrgang noch gehört. Okay. Verstehst du? Ist zu komplex. Auf jeden Fall bei den Frauen gewinnt eine ehemalige Weltklasse-Mountainbikerin, die jetzt irgendwie auch nochmal dann Gravel fährt. Alles so ein bisschen undurchsichtig. Also nicht undurchsichtig an sich nicht, aber
Das ist immer das Problem, ne? Wenn Leute werden deutscher Meister oder irgendwas, aber in ihrem Instagram-Profil schreiben nie hin, in was denn? In was? Kann ja auch Senioren 5 sein. Senioren 5 sein, aber ich stehe einfach nur deutscher Meister. Deutscher Meister, ne? Ja, genau. Zeitfahren-Deutscher Meister. Geil. Ja, genau, und da ohne Kontext. Wo dann Elite, weißt du, hast du Tony Martin geschlagen? So, auf jeden Fall. Ja. Wisst ihr, wer das nicht schreiben kann? Nee. Gigi Zimmermann. Ja, das stimmt, der kann ich das nicht schreiben. Aber das Gleiche ist jetzt bei diesen Gravel-Rennen. Leute hauen dann Race-Reports raus, wo sie hinschreiben, dass sie Zweiter oder Dritter geworden sind, ohne Kontext. Weißt du, also dann denken halt die jeweiligen immer, die haben das und das Rennen gewonnen. Aber mach das doch auch so. Ja, klar, ich mach's ab jetzt einfach auch so. Auch einfach zu meinen Partnern. Ich habe eigentlich immer gewonnen, weil ich immer der Älteste bin. Laurens Tenam gewinnt eigentlich auch jedes Radrennen in seiner Altersklasse. Ist halt der Einzige über 40. Aber, Kannst du reinschreiben, irgendwie Gravelmeister 2000 oder Offroad oder keine Ahnung, was du da dann einfach im Cross. Das klingt wie eine Internetadresse. Gravelmaster 2000 at yahoo.com. Aber ja, auf jeden Fall deutsches Podium, stark, und ich glaube, wir werden dann in Italien eine solide deutsche Mannschaft am Start haben. Ich glaube, wir fahren nicht in BDR-Trikots. Ich glaube, man fährt da in seinen eigenen Trikots. Aber schön zu sehen, dass immer mehr Leute Bock drauf haben. Warum denn fahrt ihr da nicht in Nationaltrikots, wenn es eine Weltmeisterschaft ist? Also ich wüsste nicht, dass das so ist. Also bei der Gran Fondo WM fährst du meines Wissens nach in Was ist denn eine Gran Fondo WM? Das ist mega groß. Das ist die Jedermann WM. Ja, das ist Johnny Hogeland. Ja? Johnny Hogeland ist Gran Fondo Weltmeister, oder? Ja, Gran Fondo Weltmeister ist er. Achso, ich dachte, der hat einen Ötztaler gewonnen. Nee, der ist auch. Hey, der ist doch, ich dachte, das wäre die inoffizielle Gran Fondo WM. Ja, mein Johnny Hogeland ist doch Gran Fondo Weltmeister, nicht? Jetzt habe ich, oder komplett falsch. Ich glaube schon. Und, hat der nicht Ötztaler gewonnen? Nee, hier. Yes, he's UCI World Champ Gran Fondo, ist er. Ah, und da fährt er. Aber ich weiß nicht, mit was für Klamotten er da gefahren ist. Das sehe ich jetzt hier gerade nicht. Aber ich glaube, dass man da mit seinen eigenen Klamotten fährt. Aber ja, das kann ich jetzt gerade nicht zu 100% bestätigen. Wenn nicht, fahre ich halt in BDR-Sachen. Juhu. Das erste Mal wieder seit Monaten. Weißt du, wer dir das besorgen kann? Ja, Dirk Tenner. Nee, das ist so. Nein, das ist so, Mann. Also das ist, ich glaube, für alles, was nicht Nachwuchs ist oder Profibereich und so, ist, glaube ich, in diesen Amateursachen, wo es dann WMs gibt und wo du ein Trikot brauchst, musst du die wirklich beim BDR kaufen. Aber das ist auch bei anderen Nationen so. Ist jetzt nicht nur beim BDR so. Finde ich auch in Ordnung. Also ist jetzt, finde ich jetzt nicht verwerflich, dass das so ist. Aber das war mal so. Ich glaube, mich daran zu erinnern. Mal auf eBay Kleinanzeigen gucken, der halt verkauft nur andauernd irgendwelche Kaderathleten ihre Klamotten, oder? Ja, genau. Da würde ich sogar noch reinpassen, weil ich brauche meistens auch ein XS. Ja, auf jeden Fall, Johnny Hogeland ist tatsächlich Gran Fondo Weltmeister. Von daher. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ah, sehr gut. Haben wir noch irgendeinen Senf zur Tour de Suisse zu geben sonst? Nee, bloß den krassen Exodus mit Corona, aber das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon thematisiert, oder nicht? Ich weiß es gar nicht, aber. Trotz allem, Bora schon irgendwie krass, ne? Also auch mit Vlasov, der als Führender ausgeschieden ist, noch 3 Leute in Top 10. Zweiter, also was ist da los eigentlich? Was da ist hier, also so mit denen auch schon wieder irgendwie 600-800 UCI-Punkte im Gesamtklassement geholt. Ja, die sind halt gut, ne? Und meine These war ja auch, dass das A-Team jetzt erst zur Tour anreist, wenn sie nicht Corona bekommen, was momentan so aussieht. Ja, also ich drücke die Daumen, dass das jetzt nicht irgendwie sehr schlimm wird, weil sonst glaube ich echt, dass man da relativ weit vorne reinfahren kann. Schade jetzt für Tour de Suisse, ne? Aber ich glaube, das war jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt vor der Tour de France nochmal so eine Infektion durchgemacht zu haben, wenn es nicht schlimm verlaufen ist. Weil dann kannst du dir relativ sicher sein, dass du dann erstmal 3 Wochen kommst, ohne nochmal dich wieder neu zu infizieren. Ja, und vielleicht auch nochmal ein gutes, okay, vielleicht doch nochmal ein bisschen vorsichtiger sein jetzt wieder die nächsten Monate. Kleines Hallo wach. Ja, sowieso. Also das war eigentlich schon jetzt die letzten Wochen so, ne, dass die Teams vorsichtiger sein sollten, aber ja, wie es halt dann auch während der ganzen Pandemie so ist, ne, die einen sind halt vorsichtiger als die anderen.
Aber das hatte ich ja auch schon mal, das hatten wir schon mal intern besprochen. Also ich glaube, der Toursieger wird auch dieses Jahr nicht unbedingt der stärkste Fahrer sein, sondern der, der bis am Ende übrig bleibt. Und ja, gerade bei Jumbo-Visma kann ich mir, glaube ich, vorstellen, dass die da schon sich ein bisschen Stress machen, weil ich glaube, weder Roglic noch Vingegaard hatten bisher eine Covid-Infektion. Also ja, ob die jetzt noch mal 5 Wochen durchhalten, das wird spannend auf jeden Fall. Also nicht nur sportlich, sondern auch alleine deswegen. Ja, also ich wünsche das natürlich absolut niemandem, aber vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, wie das Ding spannend wird. Ja, ich hoffe auch, dass die irgendwie wieder zurückkommen und nicht allzu schlimm Verlauf haben und dann, ja. Aber wir wollen ja nächste Woche eine kleine Tour de France Einsteiger-Sendung machen. Gut, jetzt mal abgesehen von den Leuten, die da ausgefallen sind. Geraint Thomas, wie die Tour de France ist, wo kommt der auf einmal wieder her? Ja, Geraint Thomas und Bob Jungels ist zurück. Also es sind einige Leute, voll geil, habe ich mich mega gefreut, dass Bob Jungels da vorne reinfährt. Mega gefreut auch für Nico Denz, der sein erstes Worldtour-Rennen gewinnt. Auch mega stark. Auch guter Kandidat für Sonntag jetzt, wenn man so drüber nachdenkt. Ich glaube, ein bisschen zu schwer. Aber ja, bei Bergankunft Tour de Suisse gewonnen. Ja, aber aus einer anderen Gruppe raus. Ja, gut. Bei den Deutschen gibt es schon noch den einen oder anderen guten Bergfahrer oder so. Naja, Geraint Thomas jetzt auch so Richtung Tour. Ich weiß nicht, sonst gut, für wen einer muss richten, Yates, ne? Halt, für Ineos. Adam Yates nicht schlecht, aber sehe ich halt trotzdem irgendwie nicht auf 3 Wochen dann durchhalten komplett. Aber habe ich nicht letztes Mal gesagt, dass Geraint Thomas immer zu tun irgendwie... Nicht Simon Yates. Ja, ist egal. Nee, ist nicht egal. Das ist ein Unterschied. Ja, gut. Ja, Paul hat tatsächlich schon auf der Rechnung gehabt, so, aber das war halt auch wieder so ein blindes Huhn für den Omerkorn. Nee, das stimmt ja gar nicht, weil wenn man sich nämlich auch mit Geraint Thomas... Also übrigens ist Geraint Thomas der Einzige, der diese Palmares jetzt hat, ne? Nur Eddie Merckx noch. So, der Tour de Suisse Dauphiné und Tour gewonnen hat. Das gab es bis jetzt nur Eddie Merckx. Der hat eine krasse Liste an Siegen. Und das ist nämlich auch der Grund, der ist nämlich so underrated immer, weil er auch so viel Dünnes labert manchmal und so halt sich nicht in den Vordergrund drückt. Aber der ist halt einfach ein krasser Rennfahrer und der ist vor allen Dingen immer zur Tour fit. Also der ist ja wirklich, der ist immer gut zur Tour. Und der ist halt auch ein Sturzkandidat immer, ne? Ja, natürlich, aber ey, der stürzt. Also der stürzt ja so oft, also ist ja so routiniert. Der ist so routiniert im Stürzen. Ich glaube, das ist. Ich will damit nur sagen, dass er seine Palmares schon wesentlich größer wären, wenn das nicht wäre. Ja, und die sind jetzt schon krass. Guck dir die mal an. Ja. Die sind wirklich richtig gut. Von daher, für mich ist G auf jeden Fall ein Kandidat. Und lass uns das aber nächste Woche besprechen. Weil jetzt sollten wir mal unsere Gäste reinholen. Genau, richtig. Es wird Zeit. Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von Enduco. Der heutige Besenwagen ist mit allen möglichen KI-Fahrassistenzsystemen ausgestattet und wird von Enduco gesteuert. Einige von euch kennen Enduco bereits. Enduco ist die App für KI-Trainingsplanung, wenn es darum geht, dich mit individuellen Trainingsplänen ganz dynamisch angepasst an deinen Alltag zu deinem Ziel zu bringen. Das Ganze funktioniert so. Die App erstellt anhand deiner Leistungsdaten, Trainingserfahrung, Gesundheit und Gewohnheit einen individuell angepassten Trainingsplan, um dich aufs nächste Level zu bringen. Durch deine Rückmeldungen und Trainingsdaten passt die KI deinen Trainingsplan an deine Bedürfnisse an und bietet dir effizientes Training. Egal, ob du bei einem Radmarathon nur finishen möchtest oder in die Top 10 fahren willst, Enduco passt dein Training an deine Ziele an. Neben vielen Statistiken und Daten bietet dir die App auch ein Ermüdungsmonitoring. Darüber hinaus basiert die Trainingsplanung auf den neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und ist von RadsportlerInnen für RadsportlerInnen entwickelt. Die individuelle Trainingsplanung mit Enduco könnt ihr 2 Wochen kostenlos testen. Geht dafür einfach auf enduco.app/besenwagen und probiert's aus, damit ihr nicht im Besenwagen sitzen müsst. Und wenn ihr den Link braucht, ab in die Shownotes. Alrighty. Yo, Besenwagen hatte heute von mir aus gesehen auf jeden Fall einen relativ kurzen Weg. Haltestelle Mettmann und ich hoffe, ich kriege gleich ein paar gute Routenvorschläge. Wir besuchen Franziska Koch
in Anführungszeichen zu Hause, nicht ganz zu Hause, erklärt sie uns gleich nochmal. Hallo, Franziska. Ja, hallo. Moin. Moin. Franziska, Profi bei DSM, das schon eine ganze Weile, also DSM, vorher Sunweb, können Sie uns gleich erzählen. Und auf jeden Fall ein Bombenjahr 2021 gehabt. Dieses Jahr ein bisschen verletzungsdurchrüttelt bisher. Und ich nehme mal an, dass du jetzt gerade auch in der Heimat bist. Ihr habt ja so ein Teamhaus, wo ihr wahrscheinlich alle normalerweise abhängt in den Niederlanden. Aber dass du jetzt gerade zu Hause bist, als Vorbereitung auch schon, um am Sonntag oder schon am Freitag Richtung Sauerland zu fahren, oder? Ja, genau, richtig. Das Sauerland ist ja gar nicht weit weg von wo ich herkomme in Mettmann. Von daher bin ich nach der Women's Tour nach Hause gekommen, um ja ein bisschen in Deutschland zu trainieren, aber auf deutsche Straßen zu fahren wieder. Ist ja ein kleiner Unterschied zwischen den englischen Straßen auch. Ja, richtungstechnisch auf jeden Fall schwierig da drüben. Ich kenne das. Paul uns auch einmal fast umgebracht 2019. Stimmt, ja. Aber ich will nochmal betonen, es war nicht vorsätzlich. Danke, danke. Ja, Franziska ist noch 21 Jahre alt, nicht mehr lang. Ich glaube Anfang Juli hast du Geburtstag, können noch nicht gratulieren. Und ja, so eine der absoluten deutschen Nachwuchshoffnungen im Profi-Frauenradsport. Das ging doch zuletzt relativ gut vorwärts. Aber dieses Jahr fürs, ich komme mal gleich zu einem der Hauptthemen, fürs vielleicht sogar schon Lieblingsrennen, leider kurz vorher gestürzt. Erzähl mal, was passiert ist. Ja, ich bin in dem Klassiker Nockere-Kurs leider gestürzt. Da ging es um so einen Kreis herum und eine Fahrerin in der Innenseite hatte nicht ganz gut aufgepasst oder sowas, hat sich auf jeden Fall auf der Kante aufgehangen und hat einmal das gute Feld abgeräumt und ist halt immer ärgerlich, war Position 4, also vorne. Und da gingen auf jeden Fall einige Fahrer runter und mir ging es eigentlich ganz gut, aber dann am Tag später, wo ich dann im Krankenhaus war, weil meine Hand tat schon mega weh, ich konnte sie nicht so wirklich bewegen, dann dachte ich mir so, oh, checken wir mal lieber. Und dann hat sich leider herausgestellt, dass ich mir einen Handknochen gebrochen hatte. Von daher war dann doch mehr passiert, als ich gedacht hätte. Und ja, dann war sozusagen meine Frühjahrsklassiker-Saison vorbei. Ja, und auf die waren wir alle gespannt, denn letztes Jahr ging es bei Paris-Roubaix relativ weit vorne rein. Und aus Interviews, die man sich auf YouTube angucken kann, besser nicht. kann man relativ klar sehen, das war so ein bisschen dein Rennen, ne? Du ja, definitiv. Hast das gemocht. Das war auch eins meiner großen Ziele dieses Jahr. Nockere-Kurs war, glaube ich, so 4,5 Wochen vor Paris-Roubaix und dann war ich schon so ein bisschen dran, weil der erste Arzt hat mir gesagt, oh, nach 4 Wochen ist schon wieder okay. Da dachte ich mir so, oh ja, Paris-Roubaix sind ja nur 4,5 Wochen, also passt ja. Mhm. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber am Ende ist sie ja dann doch gestorben, leider. Genau, das gleich habe ich auch gedacht. Ich habe auch direkt gerechnet, okay, wie schnell kann so ein Knochen zusammenwachsen. Franziska und ich, wir arbeiten ja auch zusammen und was ich daher weiß, Franziska kommt ja eigentlich auch so ein bisschen vom Mountainbike. Daher vielleicht auch das Talent für Paris-Roubaix nochmal besonders ausgeprägt. Ne? Ja, genau. Ich bin eigentlich immer Mountainbike und Rennrad beides gefahren, bin so aufgewachsen. Eigentlich in der U19 bin ich viel mehr Mountainbike gefahren als Straße. Einfach weil man ja beim Mountainbike auch Punkte sammeln muss für die Startaufstellung, für WM und Weltcup und sowas. Und ja, dann habe ich darauf meinen Fokus gelegt. Aber trotz alledem hatte mich Sunweb damals schon frühzeitig entdeckt und mir ein Angebot gemacht. Und wenn man als junges Mädel einen Profivertrag vor die Nase bekommt, ist das schon eine sehr gute Süßigkeit, sag ich mal. Und da hatte ich halt zugepackt und habe auf die Straße gewechselt. Aber ja, ich fahre immer noch sehr gerne im Training Mountainbike. Frag immer mal wieder meinen Trainer, könnte ich das nicht auch auf dem Mountainbike fahren? Und von daher mag ich auf jeden Fall technische Sachen, Kurven, Abfahrten oder so verrückte Sachen wie Paris-Roubaix halt im Schlammwasser nochmal ein bisschen ähnlicher zum Mountainbike, ne? Und also ja, bist du direkt aus der U19 dann hoch zu den Frauen schon? Ja, genau. Zu Profis. Richtig. Okay. Das
passt auch so ein bisschen zu einem Spitznamen, den ich gesteckt bekommen habe von dir. Da du scheinbar bekanntermaßen dann auch hart im Nehmen bist, kann man schon so ein bisschen raushören. Hat mir Corin gesagt, dass du auch der Franzerwagen genannt wirst. Ja, richtig. weibliche Toni Martin. Ich hab irgendwie, was ich nicht wusste, eben gerade mitbekommen im Vorfeld, dass du irgendwie aus so einer anscheinend Radsport-Dynastie ja schon fast kommst. Ja, kann man schon so sagen. Also sogar meine Großeltern beiderseits, also die Eltern meines Vaters und meiner Mutter sind beide Rennen gefahren. Okay, krass. Ja, von daher. Ja, und dann meine Eltern selber natürlich auch. Auch deine Omas oder nur deine Opas? Oh, ich glaube nur meine Opas. Bei der Mama von meiner Mama. Ich glaube, die ist auch Rad gefahren. Aber die Mama von meinem Papa hat eine Kinderlähmung an einer Hand. Also ich glaube, die ist nie wirklich Rad gefahren. Aber die hatte ja sozusagen nur eine Hand. Ja. Und Andi meinte, dass deine Mutter ist auch schon bei der Frauen-Tour de France gewesen? Ja, genau. Oder? Kann das, richtig. Ja. Ja. Krass. Da war ich auch mal. Das ist krass. Also sie erzählt natürlich schon was davon, aber halt irgendwie habe ich es nie so krass wahrgenommen, bis ich dann, ich weiß noch, da habe ich dann ein altes Fotoalbum durchgeblättert und dann kam ich auch auf die Seite, oh, Tour de France der Frauen und dann mit meiner Mama und diese Sturzhelme noch auf. Fand ich sehr interessant und ich glaube, sie war auch eigentlich recht gut. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen geraten, aber ich meine, sie wäre jetzt 12. gewesen im GC oder sowas. Sie war auf jeden Fall nicht schlecht. Wann war das? Also es muss ja Ende 90er anfangen. Nee, du bist ja 22, also muss ja dann 2000er gewesen sein irgendwann. Ich habe auch noch eine, also meine Schwester ist 10 Jahre älter, ich bin die Jüngste von 4. Okay. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, 1985 war das. Boah, okay, krass. Ja, schon eine Weile her, ne? Andi war auch mal? Ja, genau, ist deine die Mutter... Die hat jetzt schon relativ früh aufgehört. Okay. Ja, sie ist, glaube ich, mit meiner Schwester und meinem Bruder auch noch so ein bisschen gefahren, aber dann mit zwei Kindern auch mehr so amateurhaftmäßig, glaube ich. Aber mit den zwei war sie auf jeden Fall auch noch ein bisschen am Rennen fahren. Also deine Geschwister, also bei deinem Bruder haben wir jetzt rausgefunden, also ich kenne deinen Bruder, aber ich wusste nicht, dass es dein Bruder ist, jetzt weiß ich's. Der Michel und deine Schwestern fahren die auch? Oder? Also ich habe zwei Brüder und eine Schwester und alle sind gefahren, aber eigentlich nur mein Bruder Michel und ich sind sozusagen so weit gekommen, dass wir Profis geworden sind. Meine Schwester ist, glaube ich, auch noch bis Junioren gefahren und mein anderer Bruder hat relativ früh aufgehört, aber ich glaube, der ist trotzdem so U13, U15 auf jeden Fall noch gefahren. Okay, also ist bei euch eigentlich immer Radsport ein Thema, gehe ich mal von aus. Ja, wir haben damals die Regel gemacht, mein Papa war auch mein Trainer und dann haben wir die Regel aufgestellt, beim Essen wird nicht über Radsport geredet, einfach um mal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Okay, gab schon Stille. Oder Stille, genau. Lustig, ja, kennen wir alle so ein bisschen. Kurz Besenwagen fragen. Gibt die Regel bei dir jetzt auch zu Hause, Basti? Nee, noch nicht, aber kommt wahrscheinlich. erstmal, hast du Besenwagen schon mal gehört? Ja, habe ich. Dann, ich könnte mir vorstellen, dass du so eine Kandidatin auch bist, die bei deiner Besenwagen-Geschichte nichts zu erzählen hat, weil sie jedes Rennen zu Ende fährt und nie, oder halt selbst wenn sie ausscheidet, dann noch zu Ende fährt. Aber dann dachte ich mir, okay, dann fragst du einfach mal, wie stellst du dir denn so einen Besenwagen vor von innen? Ja, du hast richtig geraten. Ich habe wirklich keine Besenwagengeschichte. Wie ich es mir vorstelle, eigentlich stelle ich mir immer so einen großen alten Schulbus, der so ein bisschen ausgeräumt ist, vor. Also, dass da so viel Platz ist, halt auch für die Räder. Aber ich glaube, in der Realität ist es anders, ne? Weil ich habe noch nie an mir einen Schulbus vorbeifahren sehen. Aber ja, so stelle ich mir eigentlich einen guten Besenwagen vor, weil man sagt ja auch immer, die Temperatur ist da scheiße, also es ist wahrscheinlich kalt. Und ja, deswegen ein alter Bus. Oder heiß. Oder heiß, ja. Es gibt solche und solche. Ich kenne auf jeden Fall, also ich glaube, es war noch in Junioren, bin ich mal rund im Odenwald gefahren, da war das auf jeden Fall so ein Schulbus. Ah, das siehst du. So, mit so Knöpfen auch für, ich muss hier raus. meine Besenwagen-Geschichte.
Nimm uns mal ein bisschen mit durch deine Profi-Werdung und so frühe Karriere. Also da haben wir eine Franziska, die in der U19 noch zweigleisig fährt. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Rennen zu fahren? Wie in der, ich meine, U19 warst du dann auch schon auf dem Mountainbike-Vizemeisterin, ich glaube auf der Straße auch schon auf dem Podium. Also deutsche Meisterin war ich in allen Disziplinen mal. Ich glaub vielleicht Zeitfahren mal nicht, aber auch auf der Bahn. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch gut, dass du dir nicht sicher, das sind so viele, dass du dir nicht sicher bist, ob du schon mal Zeitfahrer deutsche Meisterin warst. Georg Zimmermann sitzt zu Hause und raucht aus den Ohren. Ja, genau. Also ich glaube, mein erstes Rennen habe ich recht spät angefangen. Also spät in der Hinsicht, dass ich sozusagen im Kinderwagen schon an der Rennstrecke stand. Aber als ich klein war, wollte ich irgendwie nie was Neues ausprobieren. Und dann war ich 9 Jahre alt, als ich mein erstes Rennen gefahren bin. Das ist halt so im Kontext jetzt zu mir. Ich weiß nicht, wie es bei Andi war, finde ich das schon sehr, sehr jung. Ich glaube, ich habe 5 Jahre später angefangen oder so. Also, ja, 5 Jahre später. Ja, also Fahrradfahren konnte ich seit 2,5. Das ist auch ganz süß, weil meine Eltern hatten es damals gefilmt, wie ich mein erster Versuch auf dem Fahrrad und mein Papa setzt mich drauf und ich fahre eigentlich direkt los. Aber wie gesagt, mit 9 war dann mein erstes Rennen. Zu den Jugendzeiten, da musste man sich immer entscheiden für den Nationalkader, ob man jetzt Mountainbike oder Straße, also sagen wir es so, ich hatte den Luxus, ich war gut genug auf der Straße und im Mountainbike, dass ich in beide Nationalkader gedurft hätte, aber man darf immer nur in einem. Und ich weiß immer noch, dann kam immer am Ende des Jahres die E-Mail, na Franzi, in welchen Nationalkader möchtest du denn? Und das war für mich immer so, ich mache beides halt ultra gern und nur weil ich sage, okay, ich möchte in den Mountainbike-Kader, heißt es ja nicht, dass ich dann die Straße vernachlässigen will oder so. Aber ich habe mich eigentlich durchgehend immer für den Mountainbike-Nationalkader entschieden. Einfach, beim Mountainbike muss man ja auch viel Techniktraining machen und sowas. Und mein Papa hat sich eigentlich immer selber auch eingelesen in die Techniksachen und sowas, weil er natürlich auch vom Straßenradsport eigentlich kam. Also das Mountainbike kam so eher mit mir in die Familie. Und dann habe ich mich für den Mountainbike-Nationalkader entschieden, weil dann gab es auch so Fahrtechnik-Trainings. Da habe ich gedacht, okay, da habe ich mehr Vorteil, als wenn ich jetzt zur Straße gehe und dann gehen wir nach Mallorca und fahren da einfach nur die Kilometer runter sozusagen. Dann war ich eigentlich immer Teil der Nationalmannschaft Mountainbike. Wie ich dann schon gesagt habe, so zu den Junioren hin oder zweites Jahr vor allem, habe ich mich mehr fokussiert auf Mountainbike, Punkte zu sammeln. Mein Ziel war die WM damals. Ich hatte es auch geschafft. Ich war im World Ranking auf Platz 2, also zweiter Startplatz sozusagen an der Startlinie. Sozusagen fast an meinem Ziel dran, bis ich dann leider im Training gestürzt war. Und mir das Sprunggelenk gebrochen hatte. Das war dann 2018. Dann hatte ich halt mein gebrochenes Sprunggelenk einen Monat vor WM Mountainbike und ich war auch nominiert damals für die WM auf der Straße. Aber konnte dann leider beides nicht fahren. Aber ich hatte sozusagen Glück, weil ich hatte damals schon den Kontakt zu Sunweb. Also Sunweb hat mich, ich weiß gar nicht, ob es schon 2017 war, entdeckt, auch durch Liane. Ich glaube, Liane hat mich damals vorgeschlagen. Das Team fragt ja manchmal so an, hey, kennt ihr irgendwie in eurer Nation gute Nachwuchssportler, die man beobachten sollte? Und ich glaube, damals hatte Liane dann auf mich gezeigt. Ist sie schon so lange dabei, Liane? Ich frage mich nicht, wann sie... Das ist jetzt auch schon 5 Jahre her, fast. Ja. Also, okay, krass. Ja. Liane kommt mir auch nur so jung. Franzi ist ja auch schon fast so lange dabei. Genau, also ich bin jetzt in meinem vierten Jahr, sozusagen. Das ist so krass, ihr seid alle noch so jung und das ist halt so, wenn man mit den Männersportern vergleicht, das ist jetzt mittlerweile normaler, aber dieser Übergang, den kannte ich gar nicht, oder kannte man gar nicht. Es war halt dann nochmal U23 und dann bist jetzt auch schon 4 Jahre Profi. Das ist halt auch krass. Ja. Du bist noch nicht mal 22. Ja, irgendwie komisch, ne? Ich weiß auch nicht. Aber
Naja. Paul, auch so ein Hello, Gumo Fellow Kids Moment. Ja. Ich hatte echt, sag ich mal, einen Glücksgriff da, oder nicht einen Glücksgriff, aber ein sehr gutes Team direkt an der Hand. Bei Sunweb hatte dann gesagt, okay, wir haben im Prinzip ja schon unterschrieben, aber ich war ja noch super jung und hatte gerade mein Sprunggelenk gebrochen und keiner wusste wirklich, okay, wie lange brauche ich denn jetzt eigentlich, um wieder fit zu werden? Weil es ja auch Ende des Jahres im Prinzip passiert, ich glaube August 2018. Und ich war, glaube ich, 2 Monate lang auf Krücken und so. Und keiner wusste dann, okay, wie schnell kommt sie eigentlich überhaupt wieder in Form. Und dann hatte mir Sunweb angeboten, ey, wir haben hier ein kleines Team, das Waterslay-Team. Ich glaube, das gibt es jetzt fast auch immer noch. Ich glaube, jetzt ist das Andi-Schleck-Team. Aber damals war es halt dieses Waterslay-Team. Wir haben gesagt, wir haben hier ein kleines Team, wo du dann erstmal die ersten Rennen fahren kannst. Einfach um keinen Stress zu haben, dass ich jetzt denke, oh, ich muss jetzt sogar schon im Februar gut sein, weil die Frühjahrsklassiker fangen ja immer früher an. In den Junioren ist ja meistens das erste Rennen Ende März, April so. Aber für die Profis ist es ja schon immer Anfang März sind schon die Rennen Ende Februar. Und ja, da habe ich das gute Angebot bekommen. Hier hast du erstmal ein kleines Team, aber trotz alledem hatte ich schon die Fahrräder von Sunweb bekommen. Ich wurde auch schon direkt vom Trainer von Sunweb trainiert und konnte dann aber sozusagen ein kleineres Rennprogramm fahren, was für mich super war, weil ich bin viel mehr Mountainbike gefahren. Ich bin auch international mal auf der Straße gefahren, so EM und WM, aber das war es auch. Ich bin nie Nations Cup gefahren und so konnte ich dann sozusagen erstmal mich zurechtfinden im Feld auf den belgischen Straßen. Das war ja auch eine komplett neue Erfahrung für mich. Und dann konnte ich erstmal sozusagen für mich selber fahren, mich selber im Feld zurechtfinden, ohne jetzt den Druck zu haben, oh, ich muss meine Teamkollegen irgendwie in eine Position fahren. Das hat mir auch echt gut getan, so einen trotz alledem leichten Eingang ins Elitefeld zu finden. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, wenn ihr Rennen fahren lernen wollt, geht nach Belgien, nicht die großen Virtual-Rennen, sondern geht in diese Lotto-Cup-Rennen rein, weil da wird gefightet jeden Meter. Bei den Virtual-Rennen ist es eher so, okay, da man weiß, jeder will in diesen Berg rein als erstes. Das heißt, der Rest ist gechillt so vom Positioning her bis zu dieser Kurve. Aber auf diesen kleinen belgischen Rennen, da führst du den Krieg die ganze Zeit. Und dann im August war es dann endlich soweit, 2019. Dann durfte ich auch in dem Sunweb-Trikots starten und offiziell zeigen, dass ich Teil des Teams bin. Dann mein erstes Rennen war Norwegen. Werde ich auch nie vergessen. Super schönes Land und hat natürlich meine Lieblingsbedingungen am ersten Renntag beschert, nämlich schön Regen. Und ich weiß noch genau, wie mein DS im Ohr über Funk gesagt hat, einmal: Franzi, wo bist du? Wir brauchen dich vorne. Und ich nur so irgendwie gerade richtig am Leiden. Ich konnte nichts sehen. Es ging hoch und runter. Und ich so, ich komme gleich. Ich bin in der Mitte des Feldes. dann hatte ich ja danach direkt noch 3 Tage, um meine Fehler, die ich damals am ersten Tag gemacht habe, auszubessern. Und dann ging es immer weiter, sozusagen. Hättest du dir... Warum? Nee, ich hätte eine Frage noch. Bevor ich muss nämlich jetzt gleich auch hier leider einen Hard Cut machen. Ich muss meinen Flieger kriegen. Jetzt sag mir mal kurz, warum du Regen lieber magst als kein Regen. Ich glaube, ich mag einfach dieses Chaos, was durch Regen entsteht. Ich bin ja technisch auch recht gut auf dem Fahrrad und ich denke mir immer so, oh, wenn es regnet, hat schon die Hälfte des Feldes keinen Bock mehr. Und ich beherrsche das Fahrrad halt so gut, dass ich jetzt keine Angst im Regen habe um die Kurven rum oder so. Und dann lasse ich halt schon mal schneller laufen als andere und dann habe ich natürlich auch immer wieder einen Vorteil. Ich mochte eigentlich Regenrennen auch immer, aber auf ähnlicher Grund so, weil die anderen das, glaube ich, weniger mochten einfach. Also ja, 50% sind ja schon demotiviert. Also ist ja, ja, ich glaube, das ist alte Floskel, ne? Ja, ihr seid auch beide so charakterlich eher ruhige Menschen und Chaos ist dann halt zu eurem Vorteil, weil nervöse Menschen dann zu Fehlern neigen.
Noch eine schöne Psychoanalyse hier am Ende. Ja, am Ende für Andi. Am Ende für Andi. Andi, wir sehen uns bei der Deutschen, hören uns, denke ich mal, sonst guten Flug. Ja, ruf mich ruhig an, ich gehe dann ran aus dem Freibad. Ja, genau, so hatte ich das eigentlich vor. Genau, so dachten wir uns das. Vom Beckenrand. Dann, Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß hier. Ich hör mir den Rest dann an. Und vielleicht lerne ich noch was Neues über Franzi. Also, tschüss. Wir hören uns. Ciao. Tschüss zusammen. Genau, was ich noch wissen wollte, ist, ob du dir gewünscht hättest, dass es eine U23, also die U23-Kategorie gab es ja damals auch schon, oder? Für Frauen, die weibliche? Oder gibt es das jetzt erst seit 2 Jahren? Als du hochgekommen bist, gab es glaube ich noch nicht, ne? Im ersten Jahr. Also, es gibt, glaube ich, schon immer die U23-EM, meine ich. Aber das ist auch das einzigste U23-Rennen, was wir haben. Ja. Genau, aber hättest du dir gewünscht, dass es ein gutes U23-Team gibt oder diese Kategorie weiter ausgeprägt ist, wie es bei den Männern der Fall ist, um jetzt irgendwie den Werdegang anders zu gestalten? Also man kann ja trotzdem frühzeitig Verträge unterschreiben, aber um halt dann zu Rennen hinzugehen und direkt vielleicht um Siege mitzufahren, was man ja noch, da lernt man ja nochmal andere Dinge, als wenn man direkt World Tour Rennen fährt, ne? Ja, definitiv. Ich meine, das ist ja sozusagen im Prinzip ein bisschen, was ich hatte für das erste halbe Jahr, weil ich war ja dann in einem kleineren Team, was trotz alledem ein richtig gutes Rennprogramm hatte. Also teilweise haben meine Teamkollegen von Sunweb dann gesagt, boah, eigentlich hast du ein besseres Rennprogramm als wir, weil ich halt viel mehr diese kleinen Rennen auch fahren konnte. Und ja, wenn du dann direkt im großen Team bist, dann ist ja so, dann das Team will ja auch immer ein gutes Team hinschicken, so, und die jungen Fahrer kriegen nicht so viele Rennen erstmal, was ja auch gut ist, damit sie nicht zu viele Renntage bekommen, aber ich war sehr glücklich über das volle Rennprogramm eigentlich, was ich hatte, und ich denke schon, dass ein U23-Team hilfreich ist, vor allem gut, ich war jetzt sozusagen auf einem guten Niveau direkt, also ich bin dann auch nicht abgehangen worden bei den belgischen Rennen oder sowas. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, wenn man halt dann nicht direkt auf so ein gutes Niveau ist von der U19 hin, aber trotz alledem ja das Potenzial hat, dass dann ein U23-Team halt dieses Potenzial noch hervorrufen kann und ohne ein U23-Team vielleicht dann die Motivation einfach fehlt, weiterzumachen und weiter dran zu glauben, wenn man jedes Rennen abgehangen wird, ist ja dann auch nicht so schön. Von daher gute strukturierte U23-Team, denke ich schon, dass es ein Vorteil sein kann. Also du warst aber direkt bereit nach dem halben Jahr, hast du dir gesagt, okay gut, ich hätte es auch nicht mehr Zeit in dem kleinen Team benötigt, sondern hast dich direkt bereit gefühlt für die World Tour. Ja, eigentlich schon, ich war Feuer und Flamme dafür. Okay, sehr schön. Aber jetzt, wie man jetzt raus, würdest du dich ja wahrscheinlich eher als Klassikerfahrerin kategorisieren, oder? Ja, schon. Also da denke ich, definitiv sind meine Stärken. Was ich jetzt dieses Jahr auch lernen musste, ist, man sollte sich, glaube ich, nie vollkommen jetzt zum Beispiel Klassikerfahrer nennen, weil das war für mich sehr schwer, nachdem ich mir meine Hand gebrochen hatte. Zum Beispiel immer, wenn mir den Jahresplan angeguckt hat, der Fokus, mit dem ich meinen Coach geredet hatte, war das die Frühjahrsklassiker. Und dann habe ich mir die Hand gebrochen, relativ am Anfang, und dann war es so, naja, mein Jahr ist ja jetzt im Prinzip um, aber das ist ja natürlich falsch. Ich meine, ich kann ja trotz alledem auch andere Rennen gut fahren, auch wenn sie jetzt nicht als Klassiker dargestellt werden. Aber ja, wie gesagt, meine Stärken sehe ich schon immer in den Klassikerrennen. Ich freue mich jetzt schon aufs Frühjahr nächstes Jahr. Aber ja, das habe ich dieses Jahr auf jeden Fall gelernt. Man sollte sich selber niemals in eine feste Schublade stecken, weil ansonsten kann man Motivationsprobleme bekommen danach. Ja, nimm dir ein Beispiel an Stefan Küng oder so. Ja gut. Kann auch einen Berg hochfahren, wenn es drauf ankommt. Ja, wenn er Lust hat. Der hat auch gerade entschieden, dass die Physik außer Kraft gesetzt wird, auf jeden Fall. Ja. Genau. Aber ja gut, ich glaube, dass aber bei den Frauen, dass du wahrscheinlich mit der Einstellung bei den Frauen in ein paar Jahren auch trotzdem, glaube ich, eine gute Saison haben kannst. Weil bei den Männern ist das schon so, ne? Da ist ja die klassische Saison so lang und die ist ja dann eigentlich im Herbst, geht die ja dann nochmal weiter, ne? Dass du ja schon, wenn du reiner Klassikerfahrer bist, eigentlich da, glaube ich, auch selbst mit Verletzungen noch gut was abliefern kannst. Bei den Frauen ist es gerade noch ein bisschen dünne, ne? Also zumindest die Rennen, die relevant sind. Aber das werden jetzt ja gerade auch mehr. Wahrscheinlich in 2 Jahren kannst du wirklich sagen, ich bin eine reine Klassikerfahrerin und hast dann irgendwie trotz Verletzungen ganz schön viele Chancen.
Aber hast du jetzt irgendwie die Tour noch als Ziel? Also fährst du die? Steht das schon fest? Oder was steht jetzt so an? Die Tour fahre ich leider nicht, aber ich fahre den Giro. Da freue ich mich auch mega drauf. Ja, das erste Mal Giro für mich. Ja, wahrscheinlich tatsächlich die härtere Rundfahrt. Ist jetzt auch bald, oder? Ja, die ist relativ direkt nach der deutschen. Also die deutsche ist ja am 26. Und dann der Giro fängt, glaube ich, am 30., 31. an. Ja, am 30. Ja. Okay. Boah, dann müssen wir auch mal ein bisschen Coverage machen, ne? Das ist echt immer jedes Jahr so ein bisschen schwierig auch nachzuverfolgen. Du erfährst aber auch kaum was. Ja, genau. Ja, bei dem Giro ist immer so die Ansage, sie haben Live-Coverage und ich glaube, letztes Jahr waren es dann so 10 Minuten oder sowas. Neue Chance, würde ich sagen, dieses Jahr. Ja, aber mit was für den Zielen fährst du dahin, so für dich persönlich? Es ist doch auf jeden Fall auch das Preisgeld so massiv erhöht worden. Vielleicht haben die ein bisschen Kohle jetzt gefunden und können auch TV-Übertragungen besser machen. Ja, ich hoffe, also wenn das Preisgeld erhöht ist und nicht, dass sie dann sogar nicht kein Geld mehr für die 10 Minuten haben, ne? Ja. Und ja, du hattest nach meinen eigenen Zielen erwartet. Ja, ich gehe in den Diensten meines Teams dahin. Wir bringen auch unsere zweite Sprinterin Charlotte Kohl dahin. Und ja, da sind ja auch ein paar flache Etappen dabei oder wellig, die wir dann vielleicht versuchen zu kontrollieren oder sowas, um dann sie sprinten zu lassen. Ja, von daher gehe ich voll in den Diensten von meinem Team dahin. Und was, hast du noch Giro-Fragen? Nee. Was war denn so, wenn du jetzt zurückdenkst, was waren deine, sagen wir mal, zwei größten Erfolge so für dich? Und zweite Frage, wenn du dir jetzt eine Traumkarriere wünschen kannst, was sind in Zukunft noch deine zwei größten Erfolge? Puh, ja, also einmal auf jeden Fall würde ich sagen Paris-Roubaix, der 7. Platz letztes Jahr, zählt schon dazu. Und als zweites, ich glaube vom Ergebnis her dann vielleicht auch der 2. Platz U23 bei der EM Zeitfahren. Ja, weil so eine Medaille ist ja schon immer ganz schön. Ja, mein Ziel war es auch immer, eine Medaille U23 Straße zu gewinnen. Diese Chance will ich ja jetzt nicht mehr haben, weil die U23 EM ist zeitgleich mit dem Giro, leider. Aber ja, ich habe ja eine Traumkarriere. Von daher würde ich ganz gern Paris-Roubaix einmal gewinnen. Und hätte ich jetzt auch erraten. Ja, und das ist jetzt schwer, weil ich würde auch echt gerne mal Flandern gewinnen. Das ist auch so ein Traumrennen von mir. Aber ja, so Weltmeisterstreifen sind ja auch schon ganz schick, ne? Ja, ich glaube, alles drei kannst du dich in die Geschichtsbücher auf jeden Fall mit eintragen. Ja. Das wäre so eine Traumkarriere, definitiv. Ja. Na ja, gut, ist ja auch alles nicht unrealistisch, ne? Und von daher. Ich fühle mich zwar schon alt, aber immer, ich muss mir immer vor Augen führen. Ja, aber das kommt aber auch nur daher, wo du schon 4 Jahre Profi bist. Und das ist halt. Ja. Und das ist halt krass. So. Ich meine, es ist wie so alter Mann-Talk, aber damals 4 Jahre bei uns waren halt irgendwie, da warst du irgendwie schon Mitte, Ende 20 dann, ne? Und jetzt bei euch. Zum Teil bist du halt gerade mal anfangs, ich meine, du bist ja halt gerade noch 21, das ist halt schon echt sehr jung. So. Hast doch mal 10 Jahre vor dir, würde ich sagen. Ja. Ja, wobei, wenn du so in den Männerbereich gehst und sagst jetzt, einer ist letztes Jahr U23, ist halt mittlerweile tatsächlich auch schon so, dass der schon zumindest irgendwie 2-3 Jahre Profi sein kann und es ist echt unnormal, genau. Ja. Wie ist denn die Form so fürs Wochenende jetzt? Rechnest du dir was aus im Zeitfahren oder auf der Straße? Ja, das Zeitfahren fahre ich sogar leider gar nicht. Okay. Ja, einmal wegen Hinsicht Vorbereitung vom Giro und das Team hat Zeitfahren dann nicht als Priorität für mich dieses Jahr gesetzt. Von daher habe ich auch recht wenig Zeit auf meinem Zeitfahrrad verbracht und dann dachte ich mir so, okay, ja, mit eigentlich kein Kilometer auf dem Zeitfahrrad macht sowas auch wenig Sinn. Vor allem dann, wenn man ja auch, oder wenn das Team den Fokus auch auf dem Giro hat. Aber ja, für die Deutsche, ich hoffe mal ganz gut in Form zu sein. Ich würde sagen, so langsam komme ich auch nah an die Form wieder dran, wo ich aus dem Winter rausgekommen bin.
weil ich habe schon recht viel verloren durch mein, durch meine Verletzung. Aber ja, jetzt hatte ich schon ein paar Rennen in den Beinen und hoffe, dass das Rennen gut läuft. Und ich meine, meine Teamkollegin Liane Lippert würde ich auch so als Mitfavoritin oder größte Favoritin für das Rennen setzen. Und ja, dann mal schauen, ne? Vielleicht kann ich ihr auch ein bisschen helfen oder so. Jo, das sehen wir ähnlich, glaube ich. Ja, ja, Liane ist, also sie war ja schon mal deutsche Meisterin. Und ich glaube, national hat sie auf jeden Fall auch Chancen. Aber ich würde sie auch mal wünschen, dass sie international jetzt endlich mal so ein großes Rennen gewinnt. Also, weil, also das Können hat sie ja auf jeden Fall, ne? Habt ihr Tour de Suisse geguckt? Ja, klar. Wir haben es vorhin noch kurz thematisiert mit ihrem Sturz und dann trotzdem noch Dritte werden. Und das ist, ich habe es nur auf Twitter verfolgt, wie Leute schreiben, ah, schade, Sturz, das wird nichts mehr. Und dann siehst du am Ende nur die Ergebnisse, Dritte. Habe ich erstmal geguckt, ob wir auch vom gleichen Tag hier reden, mit Ergebnis und Sturz. Ja, die ist schon unglaublich manchmal, ja. Wie stark sie ist, ja. So. Vorsicht, komische Frage. Oh. Eigentlich nicht, nee. Gibt es auf deinem Handy ein extra Album für Sonnenaufgänge? ich glaube nein. Aber auf meinem Instagram-Account habe ich auf jeden Fall eine, man kann ja die Stories immer sichern. Speichern. Da gibt es einen Sonnenuntergang. Und da habe ich mal. Ah, Untergang. Ja, Sunset. Genau. Da habe ich schon festgestellt, ich habe mir das letzte Mal selber angeguckt und dachte mir so, wer guckt sich denn so viele an? Die sind eigentlich viel zu viel, ich müsste da mal einen zweiten aufmachen. Ja. Also bist du so ein Untergangsfan, ja? Definitiv. Ja, das hat mir auch Corinne gesteckt. Ich meine, so gibt es Fun Facts zu Franziska. Ist auf jeden Fall Sonnenaufgang, Sonnenuntergangs, das Sunset-Freak. Ja. Sunset-Fan. Immer am Fotografieren, dann gehe ich auf dein Instagram-Profil und die aktuelle Story war dann auch direkt, genau, ich auch direkt erstmal Corinne geschickt. Ah ja, okay. Ja, das stimmt definitiv. Also, wenn ich dann zum Beispiel abends dann sehe so, ah shit, eigentlich ist ein schöner Sonnenuntergang, aber ich würde jetzt zu spät losgehen, dann renne ich noch ein Stückchen, bis ich dann endlich an dem guten Platz bin, wo ich einen Sonnenuntergang gucken kann. Also wenn ihr mich rennen willst, dann wisst ihr, wo ich hinlaufe. Hast du eine App, die dir das sagt oder was? Oder wie? Oder hast du jetzt schon so viel Knowledge, dass du eigentlich genau weißt, wann und wo und wie ein guter Sonnenuntergang kommt oder was? Ja, ich gucke einfach raus, guck, ob da viele Wolken sind oder nicht. Ich meine, der perfekte Sonnenuntergang braucht ja auch immer ein paar Wolken, damit die schön angestrahlt werden, um rosa zu werden. Nicht zu viele, sonst wird er verdeckt. Aber ja, einfach den Himmel beobachten. Das klingt logisch. Ja. Noch eine random Frage. Welcher Song ist auf deiner Intervall-Playlist unverzichtbar? Was schiebt dich gerade an? Gute Frage. Ich bin eigentlich, um ehrlich zu sein, bei Belastung. Ich dachte mir auch schon, als du hier ankamst und gesagt hast vor der Aufnahme, du hast eigentlich keine Kopfhörer und hast die von deiner Schwester ausgeliehen, dachte ich mir auch so, eigentlich kannst du dir die Frage auch schenken, aber egal. Ja, bei Belastung, je nachdem, so All-Out-Belastung oder so, höre ich echt keine Musik, weil ich denke mir so, im Rennen habe ich auch keine Musik. Also muss ich auch irgendwie ohne hinkriegen und ja, dann höre ich meistens eher zwischen den Intervallen ein bisschen was. Ja, meine Kopfhörer, die ich beim Radfahren habe, die konnte ich jetzt für die Aufnahme nicht benutzen, weil da funktioniert nur ein Kopfhörer, weil beim Radfahren brauche ich eh maximal nur einen, weil wegen Straßenverkehr. Und ja, der zweite funktioniert schon gar nicht mehr und deswegen das Mikrofon erst recht nicht. Auf jeden Fall mehr so in die Richtung Hausmusik höre ich auf jeden Fall. Ich habe da jetzt keinen bestimmten Song, aber schon ein bisschen mit Beat. Gigi D'Agostino. Komm wieder. Ja. Martin Garrix, also, ja. Ja, okay. Gut, dann brauchen wir auch, auf dem Podcast schon mal gehört hast, dann wahrscheinlich. Doch, das habe ich auch ja nicht, schon. Oder? Doch. Ach stimmt, hast du gerade schon beantwortet vorhin, oder? Habe ich schon gesagt. Ja, genau. Ja, okay, gut. Fabian, können wir rausschneiden. Das ist jetzt hier eine doppelte Frage. Gut. Ja, also wenn du den kennst, dann reißen wir jetzt zumindest nochmal deine Lieblingskollegin an. Also aber ganze Fahrerfeld, muss jetzt nicht Mannschaft sein. Wen findest du
richtig cool? Also. Und warum? Da fällt mir zum Beispiel Alison Jackson ein. Ja. Dancing Jackson. Genau. Sie ist einfach so eine fröhliche Person und hat immer verbreitet immer einen schönen Vibe. Ich war jetzt letztens auch in Girona und da konnte ich bei ihr im Apartment wohnen. Das ist schon immer eine sehr fröhliche Person und bringt mich immer zum Lachen. Von daher würde ich, glaube ich, Alison Jackson auswählen. Alright, notiert. Notieren wir auch mal. Wir versuchen auch mal wieder Besenwagen worldwide am Start zu bringen. Ist eine Einladung wert. Ja, definitiv. Ja, okay, gut. Gut. Ich bin durch mit meinem Latein hier. Ich auch. Hast du noch, Paul, genau. Franzi, hast du noch letzte Worte? Nee, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ich hoffe, dass es meine einzigste Besenwagen-Erfahrung bleiben wird. Ja, das ist die beste. Ja, definitiv. Es kann nur schlechter werden, von daher. Erfolgschancen im Rennen nachher auch immer erstmal 10-20% höher. Also mach was draus. Perfektes Timing, ja. Super. Nee, ja, dann, geil. Ich habe noch eine Abschlussfrage, aber Paul? Nee, ich wollte gerade nur viel Glück fürs Wochenende wünschen und wir hoffentlich können wir dich kommentieren, aber genau. Jetzt kannst du deine Abschlussfrage noch. Meine Abschlussfrage, ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr in Düsseldorf beheimatet. Wo kann ich mit dem Rennrad noch hinfahren, was ich vielleicht noch nicht kenne? So, ich bin jetzt langsam am Erkunden von Elfringhauser Schweiz, das wirst du wahrscheinlich dann auch schon ganz gut kennen da oben. Nee. Nicht? Nee, Elfringhauser Schweiz. Welche Gegend ist das? So, ja, Langenberger Sender und so, da die Ecke. Ja, so Ibach. Sagt dir das was? Der Ibach? Nee, das noch nicht. Nee, Ibach. Ja, das ist, so heißt so ein Berg. Das weiß ich auch noch, das ist einer meiner Lieblingsberge irgendwie. Der ist in der Nähe, meine Großeltern wohnen da. Und ich weiß noch, als ich den das allererste Mal hochgefahren bin, und das war mit meiner Mama zusammen, und dann meinte meine Mama auch zu mir so, ja, und hier fahren wir, oder ist ein guter Belastungsberg, weil der ist halt, hat eine angenehme Steile. Und ist halt so, ja, früher war er für mich so 8-9 Minuten lang, jetzt ist er im Moment nur noch 7 Minuten, was mich sehr freut. Aber auf jeden Fall hat sie damals gesagt, ja, hier fährt man gut Intervalle immer hoch und runter. Und dann war meine erste Reaktion natürlich auch, nachdem wir oben waren, so Mama, jetzt müssen wir aber auch nochmal runterfahren, das ist ja ein Intervallberg. ja, weil die Gegend da hinten raus nach Wipperfürth und sowas ist meine Lieblingsgegend. Alles klar. Ja gut, die kenne ich auch schon sehr gut von Köln aus. Stimmt, und, stimmt. Ja. Also das war tatsächlich auch immer so Hückeswagen, Wipperfürth, hinter der Bewertalsperre da, das ist tatsächlich die da Namen auch bei euch Lieblings- sind einfach so geil, Mann. Das ist so wie Mettmann und so. Ich finde das, also ich bin ja so ein Namenfetischist, aber das ist so einfach, ja. Ja, wir haben auch Orte wie Drei Bäume oder sowas. Ist auch immer ganz witzig. Anschlag, Abstoß. Oh ja, genau, Anschlag. Ja. Boah, ich habe mir mal das Gefühl, da hatte einer leicht ein Sitzen, als er sich diesen Namen ausgedacht hat oder so. Oder zumindest in so einer fröhlichen Runde wahrscheinlich Männer, irgendwann im Mittelalter, zu viel Bier getrunken. Ja, immer noch eigentlich Paul Voss Taunus-Tour muss irgendwann mal sein mit Katzenellenbogen und gibt's Ort heißt Trinitatis. Katzenellenbogen. Katzenellenbogen heißt der Ort. Alter, das ist Wahnsinn, ey. Also kannst du ja fast nicht ausdenken. Und da, so bei Mettmann gibt es schon irgendwo eine Geschichte zu dem Namen, aber wie kommst du auf Katzenellenbogen? Wie kannst du sagen, guck mal, das ist eine Katze und dann noch ein Ellenbogen dazu? Also hat die Katze überhaupt einen Ellenbogen, ist jetzt die Frage, weißt du? Also es ist. Ja, bestimmt. Gut, das wäre mal eine Sondersendung wert, würde ich sagen. Ortsnamen. Alles klar. Ja. Mit dieser Erkenntnis, dieser Information gehen wir hier aus der Sendung raus. Wir bedanken uns bei Franziska Koch. Danke für deine Zeit. Du hast heute noch ein bisschen was zu trainieren. Ja, genau. Einmal 2,5 Stunden mit Intervallen und dann auch noch schön Krafttraining danach. Yes. Sehr gut. Double Day. Dann viel Glück am Wochenende, viel Glück beim Giro. Und wir sehen dich auf jeden Fall am Wochenende. Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von. Und das Beste kommt zum Schluss. Bei Folgen mit weiblichen Gästen freue ich mich, dass BBB den Besenwagen öfters mal anschiebt. Es gibt Marken, die etwas von ihrem Gewinn genau dort investieren, wo sie gerne Fortschritt sehen möchten. Und an die Strategie kann ich mich persönlich nur anschließen. BBB unterstützt die UCI-Frauenteams Andi Schleck und das Team Parkhotel Falkenburg.
Und zusätzlich auch die Cyclist Alliance, eine unabhängige Union für Fairness und Entwicklung im Frauenradsport. Und du kannst über BBB natürlich mit unterstützen. Schau einfach mal auf deren Seite vorbei. Es ist erstaunlich, was man dort alles bekommt. Helme, Brillen, Komponenten, Verschleißteile und Werkstattzubehör. Egal ob Flaschenhalter, Schläuche, neue Kette, Drehmomentschlüssel oder Montageständer. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt rund ums Fahrrad. Und das alles zu wirklich fairen Preisen. Schau also einfach mal rein und ich freue mich auf die nächste Folge und die nächste Ausfahrt mit BBB.